Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich habe offensichtlich nicht gespeichert nach dem letzten Mal. Ich bin so ein geiler Vogel. Alter, was ist denn mit mir los in letzter Zeit? Gut, bis gleich. So. Jetzt sind wir da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und begeben uns zurück nach Skellige. Und gehen die Quest Letzter Wunsch an. Keine Ahnung, worum es dahin geht tatsächlich. Ich bin ein bisschen kränklich und trinke nebenbei ein Bierchen. Let's go, nach Larvik. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Ich verstehe nicht, warum es der hässlichste Mann der Welt ist. Also es ist ja kein Mann, oder? Es ist ja eher ein Kind. Und eigentlich auch das ist... So in Geralds Stelle würde ich es eher so ein Monster nennen, weil ist ja, ne? Ich weiß ja nicht mal, was es ist. So, Servus. Mir sans. Es geht. Da, Yennefer. Hallo, Yennefer. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Die Leute hier sagen, sie hätten sein Schiff zuletzt vorhin das Fjall gesehen. Und dann brach ein gewaltiger Sturm los. Dann ist er jetzt wohl Fischfutter. Nicht unbedingt. Ich muss wissen, was aus ihm geworden ist. Warum? Kanntest du ihn? Nein, es geht mir auch nicht um den Magier, sondern um den Djinn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Mit einem Djinn wäre ein Sturm kein Problem. Er könnte sich einfach etwas wünschen. Vielleicht hatte er keinen Wunsch mehr übrig. Oder es ist etwas Unerwartetes passiert. Also gut. Was genau erwartest du von mir? Du musst mir helfen, diesen Djinn zu finden. Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Ich lese mal ganz kurz was nach. Also, ich habe mal eben schnell nachgeschaut. Wir machen die Quest. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Ich hätte ja vermutet, dass es hier dabei geht, dass sie unfruchtbar ist. Schauen wir mal, was passiert. Ich möchte uns natürlich nicht spoilern. Deshalb werde ich dazu nichts sagen, außer die Sachen, die ich gedacht hatte. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht. Aber ich wollte es riskieren. Okay. Also wie gesagt, ich erwarte jetzt gerade, dass sie den... irgendwie den Djinn von dem Typen haben will. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Dass sie den Djinn sucht und sich seiner Macht bemächtigen will, so wie das hier schon mal vorgekommen ist. Und einfach wieder fruchtbar sein will, damit sie Kinder kriegen kann. Mit Geralt wahrscheinlich. Respekt, Hexer. Hast Danke. Du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über den Kamin. Achso, ne. Ja, also Yennefer will ja eigentlich nur eins, und zwar fruchtbar werden. Punkt. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Super. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Was für Zauber kannst du eigentlich nicht? Also gut, ran an die Arbeit. Let's go. Was dagegen, wenn ich steuere? Gut. Hab ich denn eine Wahl? Nein. Schönes Geräusch. Kann ich mich hier hinsetzen?
Ich kann mich hier nicht hinsetzen. Ich bin an Bord. Ah, ich kann mich hier hinsetzen, klar. Logisch. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Gin so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Ich mag das nicht, wenn sie mich verzaubert. Sei vorsichtig da unten. Kurzes Recapture. Ich wusste nicht mehr, dass unser letzter Wunsch war, dass wir für immer zusammenbleiben. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Hier wäre es übrigens nicht zu tief gewesen, hier hätte ich ganz entspannt tauchen können. Markierung, Eingang. Was für ein Eingang, Bruder? Ich gang dich auch gleich mal ein. Ertrunken, ne? Weg. Oh, ist hinter der Wand gewesen. Ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Du bist ja nicht tot. Ja, wir knallen hier erstmal alles ab. Unter Wasser unendlich atmen gefällt mir natürlich recht gut. Bin ich ja ehrlich. So, hier ist schon mal irgendwas. Abgebrochene Masken, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist doch eine Galionsfigur vom Clan Brummelt. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Ja, demnächst. Erstmal wird hier gelootet. Also wie gesagt, wusste nicht mehr, dass unser letzter Wunsch war, für immer zusammenbleiben. Würde ich mir auch an Gerards Stelle nicht wünschen. Also wie gesagt, ich mag sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie groß die Abneigung so generell in der Witcher-Szene ist gegen sie. Ich glaube, der ist gar nicht mal so groß, wie von mir jetzt die Abneigung ist. Dementsprechend. Ja, schauen wir mal. So. Meine Fresse, schon in die andere Richtung, du Haufen. Meine Fresse. So. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Okay. Dann einfach hoch. Lecko von hier. Hast du Kopfschmerzen? Muss ich sagen. Servus. Das Boot klingt immer noch dämlich. Ich finde schade, dass ich nicht fahren kann, während ich nicht sitze. Wäre schöner, wenn ich das könnte. Wo uns die Spur hinführt. Und wo führt sie uns hin? Erzähl doch mal. Erstmal einen Trockenfisch einverleiben. Wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Meine Güte, das ist immer so geheimnisvoll, ey. Das ist doch scheiße. Ja, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es hier fruchtbar sein wird. Mal sehen, ob unser Gin da unten ist. Hui. Alter, hier ist aber viel los, habe ich gerade gesehen. Auch geil, dass man das sieht, wenn man weit genug, also wenn man gerade ins Wasser eintaucht und danach dann nicht mehr.
Auch ziemlich dämlich. Ich hoffe, ihr hört die Katze nicht. Sie ist tatsächlich nicht in diesem Raum. Aber halt trotzdem recht laut. Ich bin mir nicht sicher, ob sie laut genug ist. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Sieh dich um, aber pass auf. Wunderschöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Haymay. Das ist falsch. Hätte ich jetzt erwartet. Vielleicht so nicht falsch. Servus, was ist das? In der Seite stecken Pfeile. Die Fahrer benutzen solche. Jen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Hier ist was. Der Schild eines Skelligers mit Symbolen vom Clan Haymay. Donas Clan. Duna hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Das Langschiff gehörte dem Clan Dinu. Klar weiß Geralt das. Gut, er hat wahrscheinlich zu der Zeit schon gelebt, ne? Ich gucke mal noch kurz hier rum, ob hier noch irgendwo eine Kiste ist. Kiste? Keine Kiste? Keine Kiste. Mm-mm-mm. Okay, sehr schade, keine Kiste. Dann Abfahrt. Also unendlich tauchen finde ich ganz angenehm, muss ich sagen. Warte mal, da ist noch ein Schiffteil. Vielleicht ist da eine Kiste drin. Da hinten ist eine Kiste. Da nix. So, hier ist noch was. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf den Clan Dimun hin. Er war also von Faroe. Das Schiff wurde von Faroe angegriffen. Hier ist was. Der Schild eines Skelligers mit Symbolen vom Clan Haymay. Donas Clan. Duna hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Das sagst du bereits, Geralt. Okay. Dann fahren wir jetzt wohl zum nächsten. Das ist eine längere Quest, das wusste ich nicht. Hatte gehofft, das ist so eine 15-Minuten-Quest. Vielleicht wird es ein Zweiteiler. Aber das Rumfahren mag ich. Du wirst immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich habe lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Okay, Flirty. Den Teil kenne ich tatsächlich, wo sie uns verarscht hat und verhindert hat, dass wir diejenigen, die den guten goldenen Drachen, unseren guten Freund, Dolch Tredol angegriffen hat. Sie hat verhindert, dass wir die Angreifer auf Dolch Tredol wegmachen, weil sie glaube ich, eine Schuppe haben wollte, um irgendeinen Zauberer zu beeindrucken, der eventuell ihre Fruchtbarkeit wiedergeben konnte. Oder vielleicht war es auch die Schuppe eines goldenen Drachen. Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eizu fete beidem en echte ilvaid. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zu eng. Gerader Schnitt quer durchs Becken. Unglaublich präzise. Das war keine gewöhnliche Waffe. Gerader Schnitt quer durchs Becken. Unglaublich präzise. Das war keine gewöhnliche Waffe. Okay, wenn du es sagst.
So. Dann wollen wir mal weiter suchen. Scheint ja hier richtig zu sein. Uiuiui, da ist irgendwas. Irgendein Much. Zerbrochenes Siegel. Das ist bestimmt. Also da waren Ausrufezeichen dran, deshalb hebe ich das jetzt noch nie auf. Silber, mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigentümer gehabt haben. Amos war nicht arm. Gut möglich, dass es sein Schiff ist. Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften geschnitten. Ich wette, der wurde von demselben Ding zerschnitten wie das Skelett. Was hätte er jetzt gesagt, wenn wir das Skelett noch gar nicht gefunden hätten? Das gleiche oder? Also auf der Höhe hier soll was sein, ich sehe hier aber nichts. Sehr interessant. Und das da ist ja auch noch ein. Das ganze Ding hier ist ja noch ein. Wo kann ich mir das angucken? Hallo. Servus. Da. Nee. Hä? Warte mal. Da hinten war gerade ein Lupensymbol. Da. Aber nur von dem, was ich schon gesehen habe, oder was? Ach nee, das ist. Ja, okay. Aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Das ist schon länger her, als dürfte das Ding hier schon lange unter 80 Millionen Schichten Sediment sein. Aber gut. Hätten die anderen beiden auch gedurft. So, wir haben 17 Minuten gleich. Meine Güte. Ja, hier hätte ich es nicht geschafft, runterzuschwimmen ohne Zauber. Also schon runter und auch wieder hoch, aber wahrscheinlich nicht umgucken. Wobei es schon sein kann, dass ich es nicht mehr runter geschafft hätte. Egal. Wir schwimmen wieder hoch zu Yennefer und hören uns an, was sie zu sagen hat. Dieses Geräusch geht mir übrigens maßlos auf den Sack. Servus. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Hoch. Drei. Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Okay. Weiß ich nicht. Digi, du könntest auch jeden anderen Djinn haben. Diesmal windest du dich nicht raus. Sag die Wahrheit oder ich bin weg. Du musst mich nicht erpressen. Du hättest es eh erfahren. Stimmt, aber erst danach. Ich will es jetzt wissen. Ach, wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns. 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Müsste das nicht dann der Djinn sein? Also, oder könnte das jeder Djinn? Ich wusste natürlich, dass es passiert. Aber ich ging trotzdem davon aus, dass sie Kind will. Ja. Warum? Warum willst du das? Weil ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Ja, okay. Und wenn ich es gar nicht wissen will? Tut mir leid, du hast keine Wahl. Komm, suchen wir das Schiff. Auf einem fucking Hügel? Hat das hierher teleportiert oder was? Wir haben es gefunden. Das war recht einfach. Gut. Amos
war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Formuliere ihn bitte so, dass du weg bist. Okay. Ich würde aber sagen, wie wir das erkunden, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss.